Moin, was geht? Es ist endlich soweit, Leute. Letzte dünne Stamm des Jahres. Ulme. Wenigstens was Spannendes. Geil. Ich weiß es nicht, was ich im Moment habe, aber dünnes Holz ging mir langsam jetzt auf die Nerven. Jetzt ist es endlich weg. Wie schon gesagt, Ulme ist heute dran. Und bevor ich das vergesse, ich muss mir das immer wieder in Gedanken rufen, sonst vergesse ich das zu sagen. Und dann vergesst ihr das zu machen. Deswegen, wenn euch das Ganze alles hier gefällt, dann abonniert das. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wenn euch das gefallen hat, dann dürft ihr dem Ganzen auch gerne ein Like geben. Ist auch absolut kostenlos, denke ich mal. Nein, Spaß, natürlich ist es kostenlos. Und wollen wir uns gar nicht so lange aufhalten. Und wollen endlich diese nervige kleine Ulme klein kriegen. Wir hatten ja schon das ein oder andere Stück Ulme hier auf dem Kanal geschnitten. Ist alles vom selben Baum. Von daher, gehen wir einfach mal raus und schauen uns das Stämmchen an. Ja, wie gesagt, das ist der Ulmenstamm. Der könnte sogar tatsächlich etwas aufregender sein. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wir haben hier einen dicken Ast. Wir haben dort den nächsten dicken Ast gegenüberliegen. Da haben wir anscheinend noch einen überwallten Ast. Das war's eigentlich. Also, ich hoffe, deswegen habe ich ihn mitgenommen, dass er cool aussehen wird mit den zwei Zwieseln drin. Und ich hoffe nicht, dass er total scheiße aussehen wird und ein reiner Griff in die Toilette gewesen ist. Aber jetzt muss ich die gute Laune verderben. Wie lang könnte der sein? Ich habe keine Ahnung. 2,50 Meter? Weiß ich nicht. Doch, könnte hinkommen. 2,50 Meter. Wenn ich mir mal irgendwann die Längen merken würde. Ich meine, ich bin echt schon froh, dass ich überhaupt mir merken kann, welche Holzart ich noch da habe. Genau, Durchmesser. Ist es denn wirklich so dünn? Und die ernüchternde Wahrheit ist ja. Wir haben 17,5 cm am dünnen Ende und wenn es die Säge lässt, sehen wir, dass es sogar noch schlimmer werden könnte mit 17 cm. Hier ist ein Ast. Dann nehmen wir lieber die 17 cm als Referenz. Und das dicke Ende, ja, ich denke mal, das wird auch wirklich dick sein, bei so viel komischen Ästen und allem drin. Schauen wir uns erstmal die Höhe an, liegt nämlich nur bei 20 cm. Das ist gut, weil wir schneiden den ja jetzt hier so in dieser Höhe auf. Das heißt, da haben wir jetzt 3 cm Differenz. Das ist vollkommen akzeptabel, würde ich sagen. Und in der Breite sind wir bei, wow, ich fasse es nicht, tatsächlich nur 23 cm. Hätte ich jetzt mehr gedacht. Das sind tatsächlich nur 6 cm Unterschied. Ich sage das hier, 24. Gar nicht so viel. Das sieht irgendwie krasser aus, als es anscheinend ist. Mann. Ich habe echt Schiss, dass der nicht vernünftig aussieht dann drin. Wir haben jetzt schon ein paar Ulmen aufgeschnitten und da hatten ja auch so Zwiesel drin und das war dann immer mit Rindeneinwuchs. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Okay, ciao, Zolltock. Da kann man sich drüber streiten, ob man diese Äste mit Rindeneinwuchs gerne hat. Ich mag es lieber, wenn da richtig schön Druckzwiesel drin sind, Druckriegelung drin ist, also Maserung. Bin da nicht so der Fan von den Rindeneinwüchsen, aber ich denke mal, es gibt definitiv Leute, die auch diesen Rindeneinwuchs bevorzugen. Ich nicht. Für mich wäre jetzt Worst Case der Rindeneinwuchs und der wird wahrscheinlich drinnen sein. Deswegen werde ich mich nachher wahrscheinlich aufregen oder nicht so stark darüber freuen. Aber vielleicht steckt ja trotzdem irgendwas Cooles noch in dem Stamm drin. Nagel oder so. Spaß, kommt aus der Krone. Aber ich denke mal, das wird sich schon gelohnt haben, den mitzunehmen. Ich denke mal, ein paar coole Kleinigkeiten wird man daraus machen können, auch wenn Rindeneinwuchs drin ist. Wie gesagt, das ist ja im Endeffekt Geschmackssache. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich an der Säge stehe und wir das Ding zerlegen. Ich möchte jetzt gerade beim Kettenwechsel die schöne Erfahrung machen, dass meine Ketten auch wirklich scharf sind. Ich zeige es jetzt mal nicht, weil ich nicht weiß, wer hier alles Blut ab kann oder nicht, aber ich habe einen abbekommen am Finger.
So ist es manchmal. Aber immerhin ist die Kette jetzt scharf. Wenn ihr die Kette gewechselt habt, tut einmal die entweder per Hand ein paar Mal hin und her ziehen oder lasst die Kettensäge mal kurz laufen, weil es kann manchmal passieren, dass ein Treibglied nicht richtig im Zahnritzel da drin steckt oder wo auch immer. Und wenn man dann die Kettensäge startet, dann will sich das Ganze gerade ziehen. Das zieht sich dann auch gerade, nur leider fliegt es dann dabei runter. Das war jetzt eben passiert. Normalerweise mache ich das eigentlich immer, da war jetzt irgendwie der Kopf aus, keine Ahnung. Aber jetzt sollte alles soweit laufen. Ach du Scheiße, Leute, mal abgesehen davon, dass er sich krass wegbiegt, damit hätte ich niemals gerechnet. Das ist so geil. Wir brauchen definitiv Wasser. Definitiv, ich zeig's schon mal. Boah, es ist kein Rindeneinwuchs, es ist einfach nur geil. Ich hol Wasser und dann überzeugt euch selber. Yeah.
Leute, wieso sieht dieses Holz so geil aus? Ich verstehe es nicht. Ich habe 4 Ulmen geschnitten. Das ist die 4. Ulme. Alle hatten diese komischen Äste, Astabzweigungen, was auch immer. Und es sah immer kacke aus, sage ich jetzt einfach mal. Wieso sieht das so geil aus? Schaut euch das an. Was ist das? Wieso? Wieso ist das so krass gemasert? Alter Schwede. Es ist unfassbar. Ich hätte es nie erwartet bei diesem Stamm. Niemals. Sag ich mir ganz ehrlich, ich habe gedacht, das wird der reinste Ranz. So, ich meine, klar, hier oben ist es eher so Rindeneinwuchs, aber es ist so eine Mischung aus beiden. Es ist so ein bisschen Rinde eingewachsen, aber es hat trotzdem auch diese Maserung drin. Es sieht einfach geil aus. Ausgerechnet dieser Stamm. Ich fasse es nicht. Junge, Junge, Junge. Also wie das aussieht. Ich meine, das Ding ist jetzt vielleicht hier 25 cm oder sowas breit. Wenn das irgendwie, weiß ich nicht, 50 cm oder sowas hätte, wie dieser dicke Stamm, diese dicke Ulme, die ich geschnitten hätte. Das wäre zu krass gewesen. Aber ich meine, ich hätte es tatsächlich niemals erwartet. Ich meine, schaut euch an, das ist sowas von cool. Also ich liebe diese Art von Maserung. Ich kenne das eigentlich so krass nur von Walnuss. Und ich bei, was habe ich denn? Ich weiß gar nicht mehr, was ich geschnitten habe. Ulme. Das ist bei Ulme noch nie. Unfassbar. Ja, Leute, also das war jetzt wohl die Überraschung des Tages. Wenn euch das gefallen hat, liked es auf jeden Fall. Wenn ihr euch fragt, was das hier ist, das ist die Scheinzelpresse, schaut euch das Video einfach an. Das verlinke ich irgendwo hier, da, weg mit dem blöden Pop-up, Alter. Nein, genau, und ich sag einfach mal ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob das nächste, was wir schneiden, das einfach noch toppen kann. Das ist die Überraschung des Tages, die Überraschung des Monats. Das ist der letzte dünne Stamm. Das ist einfach nur geil. Ja, und damit verabschiede ich mich. Freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Bis dann, Leute. Ciao.